Wir fahren zurück nach Malaga jetzt erstmal. Verlassen Adra, sind gerade raus. Tolle Felsen, sieht man wieder außen. Das wird eine tolle Fahrt mit 3 Stunden Felsen neben mir. Nachdem wir jetzt 3 Stunden mit dem Bus rumgefahren sind auf der Landstraße, hin und her geschlängert hat und mir fast schlecht geworden ist, sind wir jetzt in Malaga nochmal angekommen, wo wir morgen früh losfliegen um 6.30 Uhr, ziemlich früh. Und wir schauen Bodega El Pimpi. Was? Bodega? Oh, Pimpi. Oh, stimmt. Das ist das, wo ich gesagt habe, an Antonio Banderas nebenan die Wohnung hat. Schön grün. Voller Granit. Yay. Dürfen wir da filmen? Das Abendessen. Jeder Saal hat einen Namen. Jeder Saal hat einen Namen? Ah ja, da. Antonio Gala. Die kleinste Persönlichkeit, die ich hier einmal gewesen habe. Stimmt, wir haben hier irgendwo Antonio Banderas gesehen letztes Mal. Ne? Antonio ist hier. Ja, Antonio mit Melanie Griffith. Ja. Ist sie gar nicht, war er mit der verheiratet? Oder? Jetzt geschieden. Jetzt geschieden? Kai, du weißt das sogar. Ja. Guckt euch das an, der Pimpi. Schön. Und die Weinfässer haben Unterschrift von bekannten Leuten, nehme ich an. Und das ist jetzt halt ein bisschen leerer, weil es halt auch arschwarm ist. Und alle außen sitzen, nehme ich an. Ja, aber es sitzen auch einige hier außen, ne? Also, ja. Ist ja. Ich würde auch wahrscheinlich eher außen sitzen jetzt. Und da war nochmal diese Wohnung von Antonio. Wir sind in Paris gelandet, weil hier ist der Louvre. Krass, ne, könnte auch Fürth sein, ne? Da gibt es auch eine Mauer. Als hätte ich es geahnt, eine alte Mauer. Guck mal, ich habe ein Café Berlin entdeckt. Allerdings gibt es da Sangria, Mojitos, Daiquiris und Pina Colada. Moment, da steht es auf Deutsch sogar. Frisch gepresster Orangensaft. Ah, jetzt haben wir einmal die Runde gedreht und sind wieder da, wo der Zug für diese Heilige ist. Diese Dinger am Boden hier übrigens, die zeigen an, wo es etwas angebrachter ist, über die Straße zu gehen. Also ob ein Auto hält, ist unwahrscheinlich, wie man jetzt hier gerade sieht. Das ist cool, das ist der größte Hafen an der Fähre. Wie, jetzt doch? Ich dachte, der ist scheiße. Nee, das ist cool. Ja. Guck mal, auf der Kamera sieht er cool aus. Es ist cool gemacht. Ja, stimmt schon. Hat was. Da haben wir einen Affen. Und da hinten, da spielt jetzt gerade der Ex-Weltmeister um die Teilnahme bei der Europameisterschaft. Mal schauen, ob sie es schaffen. Da ist der Mond. Sehr schön. Sehr schön. Schönste Mond, das ich gesehen habe. Die Haupteinkaufsstraße von Malaga. Die, nicht schlecht. Etwas schöner als die breite Gasse in Nürnberg, ne? Ja. Und der Schatten wird spendiert von San Miguel. Jetzt ist es nicht so schlimm, jetzt ist es ja... jetzt wird es noch heller. Cool. Ja. Aber ist ganz schön hier, auch wenn natürlich die Läden jetzt halt die gleichen sind wie in allen anderen Großstädten Europas, oder? Also nichts Außergewöhnliches, außer dass wahrscheinlich die Preise exorbitant sind, die Mietpreise. So. Ja, zurück vom Abendessen. Jetzt kommen wir zu was ganz Besonderem, dem Highlight des Abends. Die Deutsche Brücke. Weil hier vor Malaga mal irgendwann eine deutsche Korvette gesunken ist und die Leute von Malaga haben geholfen, die Korvette-Leute zu retten oder Korvette-Fregatte, was immer das ist. Und haben die Brücke gebaut, die Deutschen, zum Dank. Hier vor über 100 Jahren. Hier, Leute aus Malaga sagen, die ist potthässlich. Ich sag, die hält halt wenigstens. Und die da hinten übrigens, diese spanische Brücke, ist auch nicht viel schöner. Die deutsche hier, in 1000 Jahren steht die noch. Jawohl. Solide. Schau, wie die hält. Puente de Santo Domingo. Puente de los Alemanes. Das ist halt deutscher Stahl. Der hält
Der hält bis in alle Ewigkeit. Hier. Damit keiner die Brücke klaut. So, das war's jetzt aber. Und wir verabschieden uns langsam aus Spanien. Nochmal Malaga angeschaut. Schön war's, warmes. Früh ins Bett. Morgen 6 Uhr geht der Flieger. Und dann sind wir zurück im kalten Deutschland. Adra in drei Worten. Warm, Strand und Tapas. Ja. Hat mir gefallen. Nochmal die schönste Straße Malagas euch zeigen. Und das war's dann. Das war unser Urlaub.